Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Webinar Gina Trader Helpdesk mit Carsten Berger. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto und ich begrüße Sie im Namen von FXLED. Und ja, schön, dass Sie heute live dabei sind, denn das Webinar ist ja auch für Sie gedacht. Hier haben Sie die Möglichkeit, Carsten direkt Fragen zum Agena Trader zu stellen. Und damit können Sie selbstverständlich jetzt auch schon anfangen, in den Chat Ihre Fragen zu kopieren oder reinzuschreiben. Aber ich muss noch mit Ihnen kurz den Risikohinweis besprechen, denn wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Sie müssen Ihre eigene Entscheidung treffen, unabhängig von dem heutigen Inhalt. Und dieses Event bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung verstehen. Ja? Okay, dann, lieber Carsten, übergebe ich sehr gerne den Bildschirm. Wünsche viel Erfolg und viel Spaß. Danke, Nelson, für die nette, schöne, strikte Ankündigung und dem Risiko nach, die Risikobelehrung. Dann kann ich mir das nämlich sparen. So, jetzt müsstet ihr den Bildschirm sehen. Zu hören müsste ich auch sein. Herzlich willkommen an alle Teilnehmer. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid beim Agena Trader Helpdesk. Das Webinar lebt, wie Nelson schon erwähnt hat, natürlich von euren Fragen. Ich habe natürlich immer was in petto, was ich mitgebracht habe, aber wir beginnen zu Anfang gleich mit den Fragen von euch, die ihr jetzt auch live hier reinstellen könnt. Nutzt diese Gelegenheit, keine Angst, also Fragen müssen einfach sein, um weiterkommen im Handling mit dem Agena Trader. Und von daher einfach mal die Fragen stellen. Die kurze Einleitung, da könnt ihr ja schon mal reintippen. Was heute dann sonst noch so passiert? Den Risikohinweis, den kennt ihr ja schon, hat der Nelson schon gemacht. Die meisten kennen mich auch schon. Ich werde jetzt nicht auf alle Details eingehen. Ich bin schon seit 2013, 2012, 2011 auf den Agena Trader aufmerksam geworden. Also schon Wahnsinn, wie schnell die Zeit vergeht. Und so 8 bis 10 Jahre so ein Tool zu benutzen, kommt mir immer noch vor wie gestern. Und ich lerne immer noch dazu. Also das ist wirklich ein Tool, was es wirklich in sich hat. Man kann sehr viel machen, aber man sollte es dann dazu nicht nutzen, um darum zu experimentieren, sondern wir haben das Tool ja, damit wir handeln. Im Intraday-Handel, im End-of-Day-Handel, in Investing. Eine Multifunktionsmaschine, die man eigentlich für alle drei Sachen einsetzen kann. Und das Tolle an dem Tool, dass man das natürlich bei FXFlat im CFD-Bereich einsetzen kann, aber auch natürlich, um Aktien zu handeln. Futures in der, über den MetaTrader 5 handelbar, in der TWS handeln, Interactive Brokers, Weitervermittlung, also ein Riesensegment von Anlageinstrumenten und alles kann man mit dem Agena-Trader und vor allen Dingen auch im Konto gleich und parallel laufen lassen, ja, mit den richtigen Einstellungen, also eine tolle Sache. Habt ihr euch durchgelesen, wer ich bin? Was erwartet euch? Relativ kurzes Programm heute. Eure Fragen zum Agena Trader gleich jetzt hier im Anschluss. Sollte da jetzt erstmal keine Frage jemand unter den Nägeln brennen, dann unterhalten wir uns mal über die Order-Funktionalitäten. So ein Thema, wenn es ans Eingemachte geht. Ne? Also wenn man da einen Fehler macht und das nicht so recht beherrscht, sich über die Modalitäten so bewusst ist, was ist eigentlich der manuelle Handel, ja, was ist eigentlich der AT++-Handel, was sind die Tücken, also was wir heute schaffen, eine Stunde ist ein Riesenbereich, wir gucken mal drauf, was das einzelne Thema so mitbringt. Klar habe ich auch ein Angebot dabei, wer das Angebot dann nutzen möchte, der geht einfach auf meine Homepage, tradercoach.de, auf Leistung und dann unter Services und da findet ihr dann die Möglichkeit, wenn ihr noch kein Konto bei FXFlat habt, egal ob ihr CFD wollt oder über Interactive Brokers vermittelt werden wollt, von FXFlat dort Aktien handeln wollt oder Futures, egal was, oder ein Agena Trader Produkt kaufen wollt, dann könnt ihr dort unter dieser Seite, wenn ihr auf das Logo klickt, euch jeweils bei einer Eröffnung eines Kontos oder beim Kauf eines Agena Trader Produktes eine Stunde Coaching bei mir live über Zoom-Plattform bei mir buchen. Ja, auf jeden Fall ist wichtig, bevor ihr das macht, schreibt mich einfach an und sagt, hey, ich will da jetzt ein Konto eröffnen, nur dass du Bescheid weißt, damit da auch alles glatt läuft und dann kann ich das schon mal planen. Okay, dann schaue ich mal,
ob da schon eine Frage kommt. Der Josef, hallo Josef, grüß dich, fragt, möchte derzeit nur US-Aktien und deutsche Aktien handeln. Mir genügen verzögerte Kurse bzw. Tagescharts. Ja, das ist bei mir auch so. Was gibt es da für Möglichkeiten bei Margina Trader? Ja, die günstigste Variante ist natürlich die, sich ein Konto bei FX Flat zu holen, und zwar bei dem, wo CFDs sind. Da kriegt man natürlich die Kurse umsonst, das wisst ihr selbst. Da muss man halt keine anderen Kurse extra extern hinzubuchen. Das ist die günstigste Variante. Man hat ein bisschen eingeschränktes, sage ich mal, Auswahl, weil man ja nicht die gesamte Vielzahl der US-Aktien und der deutschen Aktien hat, aber auch schon eine gute Auswahl da. Das wäre die, was ist für verzögerte Kurse, das sind sogar Realtime-Kurse dann, habt ihr natürlich dann dort die günstigste Variante, weil da nichts mehr anfällt. Ich sehe, okay, du hast ein Konto bei einer anderen Dings, die aber auch an der TWS dran sind. Und von daher ist notwendig, dass du externe Kurse buchst. Wenn dein Handelsansatz sehr diversifikativ ist und du mehr als 100 Aktien screenst, dann brauchst du einen anderen Datenfeed als den Interactive Brokers letztendlich freigibt über die API an den Agena Trader. Da sind so 100 Historien, sage ich mal, freigegeben, und dann schaltet der für 10 Minuten aus. Und wenn du jetzt 2000 Werte, zum Beispiel den Russell 2000, screenen würdest, dann würde das wegfallen und du müsstest 10 Minuten dir einen Kaffee machen. Also das ist ein bisschen anstrengend, wenn dann 20 mal 10 Minuten, dann bist du einen Tag damit beschäftigt. Also bräuchtest du dann einen externen Datenfeed. Handelst du nur 4, 5, 6 Aktien oder 10 Aktien oder 50 Aktien, dann kann sich das ausgehen, indem du halt den günstigen Datenfeed bei IB buchst und der dir ja auch dann, wenn du genug Orders letztendlich absetzt, auch sogar vergütet wird. Also dann hast du halt keine Kosten. Ein Nachteil, bis zu 100 Instrumente nur screenbar. Wenn dir End-of-Day-Daten reichen, dann gibt es die Möglichkeit, relativ neu mit der 2.7.5-Version im Agena Trader den X-Tick von Agena Trader zu suchen. Und zwar auf der Seite aginatrader.com, und zwar dann über Datenfeeds oder Partner, und dann gibt es da Datenfeeds und dann X-Feed. Zeige ich dir kurz. Warte mal, ich muss kurz meinen. Der kostet dann gar nicht so viel. Und dann gibt es auch noch eine kostenlose Möglichkeit. Moment, muss man die Seite aufrufen. Mache ich gerne. So, wo ist er denn jetzt hier? Müsste eigentlich auf der Seite sein. Okay, wenn man hier auf Partner geht. So. Und dann nach unten scrollt. Ja, ich nehme auch hier die Sachen an. Und dann kommt man hier irgendwann auf Datenfeeds. Und dann sieht man hier rechts X-Tick. Das ist ja jetzt der neue Datenfeed, habe ich im letzten Webinar mal vorgestellt kurz. Da sind 150 Werte umsonst, und das könnt ihr einfach so im Agena Trader aktivieren, indem ihr dort auf Add-ons geht und dort im Endeffekt einfach aufklickt. Wir wollen den Datenfeed haben. Da sind bis zu 150 Instrumentarien freigegeben, und zwar im End-of-Day-Bereich. Wenn euch das reicht, habt ihr 50 mehr als bei dem IB-Datenfeed. Das ist okay. Und wer etwas mehr möchte, der kann dann hier für 1000 Symbole oder 15 Euro halt, bin ein bisschen heiser, bitte das mal zu entschuldigen, derzeit etwa 6000 Werte erhalten. Dann kann man auch ein Probeabo machen. Und zwar zeige ich das auch mal im Agena Trader, wie das funktioniert. Ich muss den jetzt mal suchen. Wo ist er? Bei den ganzen Bildschirmen, ich habe zwar nur drei, aber irgendwie kommt es mir immer vor, als wenn ich dann immer da suche, wo es gerade nicht ist. Da ist er. Ich schiebe den jetzt mal rüber, da kommt er. So. Dann geht man auf My Account, und dann kann man dort, und zwar hier unten bei X-Tick Datenfeed, dort mal ein Demo aktivieren. Oder man erstellt einfach ein Einstellungen, Kontoverbindungen, und man legt dann eins hinzu. Da müsst ihr jetzt die Verbindung kürzen, aber dann findet ihr
unter den, ich mache es einfach mal, dauert ja nicht zu lange hoffentlich, alle schließen. So, dann mache ich eins auf hinzufügen. X-Tick, könnt ihr mal probieren. Unten aussuchen, glaube ich, X-Tick. Da, End of Day. Und weiter. Und dann fertig. Und das war's. Dann mappt er hier die Sache. Dann werden hier 6000 Instrumente gemappt. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem noch. Und dann habt ihr automatisch 150 Symbole frei, kostenfrei. Ne? Erstmal probieren, was funktioniert. Man kann ja immer dazu ordnen. Man muss ja nicht gleich immer mit Kanonen auf Spatzen schießen. Dann sind ja auch Kosten, die nebenbei anfallen. Jetzt super erklärt, danke Josef, super. Dann hat der Michael eine Frage, Carsten, wenn MT5 von FX Flat zum Arduino aufschaltet wird, wie viele Kurse kann man da laden? 50 Titel oder 150 oder unbegrenzt? Also ich denke mal, es ist nicht unbegrenzt. Wenn ich noch richtig aufgepasst habe, ich hoffe, ich kriege jetzt nicht eine Watsche von dem Nelson, das sind 150. Jetzt bin ich gespannt. 150. Ist wie bei der TWS, 100 Anfragen gleichzeitig. Okay. Da habe ich doch nicht richtig auf. Aber ich bin mir genau in der Mitte geblieben. Also von daher. Du warst nah dran. Sehr gut. damit wäre die Frage, funktioniert bei dir noch nicht richtig? Ja, es kann sein, dass es da vielleicht noch Probleme gibt. Ein oder andere sind dann halt immer noch am Arbeiten. Vielleicht kann der Nelson noch was dazu sagen, ob dir da was bekannt ist. Also tatsächlich ist alles final. Wenn da noch Probleme vorhanden sind, dann bitte sich dann morgen beim Service-Team melden. Okay, super. Das läuft übrigens sehr gut. Kann ich von meinen Kunden, die in der Perlentorer-Gruppe sind, nur zurückgeben. Die loben immer wieder, wie schnell und wie effektiv der Support bei FX Flat läuft. Muss ich wirklich sagen. Das höre ich immer wieder. Das könnt ihr ruhig weiter so beibehalten, soll ich euch sagen. Vielen Dank. So, das waren erstmal die Fragen. Einen externen Datenfeed ist auf jeden Fall, um das mal noch aufzugreifen, wenn man ja nur die 100 Dinger frei hat, ist auf jeden Fall besser, einen externen Datenfeed zu nehmen. Da gibt es natürlich Taipan, Lenz und Partner auch genannt. Und da hat man halt keine Historienbeschränkung. Also muss ich vorstellen, man hat einen Russell 2000 und jagt den da durch und dann dauert das natürlich auch seine Zeit, je nachdem, wie viele Conditions man in seinem Screener hat. Und dann kann man die uneingeschränkt letztendlich screenen, so viele Werte, wie man möchte und so viel Speicher der PC auch hergibt. Kostet natürlich wieder extra, das muss man abwägen. Ganz klar, wenn ich ein 1.000-Euro-Konto habe, dann würde ich vielleicht eher anfangen, auf der CFD-Basis zu handeln bei FX Flat und dort auch die Handelsplattform zu nutzen. Weil A, fallen Kosten an für den Arduino Trader, so um die 1.400 Euro ungefähr, glaube ich. Und dann natürlich muss man immer sehen, wie man das Ding auch befeuert mit Kursen. Und die sind halt, wenn man richtig professionell handeln möchte, dann gehen da schon mal so 100 Euro im Monat drauf. Und das macht beim 1.000, sage ich mal, beim 1.000-Euro-Konto dann auch keinen Sinn. Also so toll das Produkt ist, man braucht schon eine gewisse Kapitaldecke. Außer ihr tradet das natürlich so schnell nach oben, dass er sagt, jetzt gönne ich mir das, dann macht das. Michael sagt, er hat so viele Listen auf, ja. Ihr seht ja, bei mir sind auch viele Listen auf, aber was immer entscheidend ist beim Arduino Trader, jetzt verbinde ich das mal wieder, dann seht ihr unten die Zahl, das ist jetzt 213. Das ist auf jeden Fall die Symbolzahl, die jetzt bei mir hier so geöffnet ist und die Historien, die ihr jetzt braucht. Wichtig ist einfach immer, dass ihr clean arbeitet, also sauber letztendlich arbeitet. Ihr könnt natürlich alles offen haben, den DAX und so weiter, aber ihr seht, ich habe hier oben eine ganz andere Aufmachung. Und zwar gibt es bei mir einfach einen Screener und der dient als Mantel und da drin hole ich mir die Listen rein, mache meine Analyse, verschiebe die Sachen dann, wenn ich es habe, in die entsprechende Longliste, Shortliste oder Handelsliste und dann fliegen die Sachen wieder raus, sodass ich im Endeffekt nur eine Belastung habe beim Screening. Aber wenn dann Realtime-Kurse bei mir gefordert sind, dann habe ich diese Belastung nicht und das kann auch alles einwandfrei geladen werden. Also immer darauf achten, ursprünglich, die meisten haben hier immer oben offen DAX, MDAX, TechDAX, Russell 2000, keine Ahnung, noch Goldaktien, Silberaktien und so weiter und so fort. Da ein bisschen
schmal zu arbeiten und die Sachen, die man jetzt nicht unbedingt braucht, aktuell zu sehen, einfach rausschmeißen. Ne? Okay, gerne. Dann mache ich so lange weiter, bis da wieder eine Frage kommt, mit der Order-Systematik. Was haben wir denn überhaupt für eine Order-Systematik beim Agena Trader? Da gibt es zum einen die manuelle Order, wo man halt, sage ich mal, selbst tätig werden muss, hat Vorteile, hat aber auch Nachteile und natürlich Agena Trader Plus-Plus-Funktion. Weiß keiner eigentlich, was ist das eigentlich? Die Bezeichnung ist schön, aber man kann dieser Bezeichnung nicht so viele nehmen, aber es steckt eine Menge drin, auf jeden Fall. Auch Vorteile, hat aber auch Nachteile, muss man auch wissen. Wie sieht das aus manuell? Wir gucken uns das natürlich nachher auch noch in der Software an, logischerweise. Das findet ihr im Chart im Endeffekt. Unten links ist so ein kleines Symbol. Agena Trader ist ja da drin. Und bei dem Plus Plus ist halt hier daneben Plus Plus und bei manuell ist halt nichts. Also wenn hier kein Plus Plus daneben ist, neben diesem Symbol, dann habt ihr im Endeffekt ein nicht automatisiertes Setup drin. Ja, keine Signalerkennung letztendlich. Ne? Das heißt manuell. Wenn man mit rechts in den Chart klickt, dann öffnet sich halt so ein Auswahlmenü und dann gibt es hier halt auch nur Kauf und Verkauf und das ist halt manuell. Wenn ihr darauf klickt, könnt ihr halt dann eine Stop-Order, eine Limit-Order, eine Stop-Limit-Order oder eine Market-Order reingeben. Heißt aber, ihr bekommt eine Stückzahl voreingestellt, die könnt ihr nehmen. Ich glaube, es steht bei den meisten auf 100. Man kann die da einstellen, bei jedem Klick, egal, es könnte jetzt auch eine Google sein, ja, die ihr 100 Stück kauft. Ihr müsst dann halt letztendlich die Stückzahl manuell anpassen. Also ihr habt keine Positionsgrößenberechnung dabei. Manuelle Order heißt, da wird gekauft, Stop oder Stop Limit Order und so weiter, aber es ist keine Positionsgrößenberechnung dahinter. Zahlen. Wenn ihr jetzt sagt, okay, ich gehe da rein und wenn die Order ausgeführt wird, möchte ich aber auch gleich, dass ein Stop nachgeschoben wird automatisch. Das ist bei der manuellen Order jetzt mal so in der Grundversion nicht möglich, aber man kann sich ja die Sachen auch selber mit einer If-Dann-Verbindung erstellen und dann weiß der Agena Trader, hey, ich bin jetzt von der Ausführungsorder Long eingekauft worden, bitte schieb mir doch mal jetzt den Stop nach. Das kann man natürlich manuell erstellen. Und das Schöne daran, man kann das auch als Vorlage speichern. Also man muss dann nicht jedes Mal diese Verknüpfung neu zusammentackern, was ich mir im Intraday-Handel dann sehr, da sollte man eher im Stundenchart unterwegs sein, als das dann in einer Minute zu handeln. Also von daher Vorlage erstellen und dann kann man im Endeffekt die Stückzahl, wenn man weiß, man handelt ein Future oder so, dann wird man ja nicht so stark variieren, kann man die einstellen. Bei Aktien ist es schwieriger, weil man natürlich einfach die wesentlich besser diese Positionsgröße und die Stückzahlen einfach besser anpassen kann, indem man den Stop verschiebt. Und dann hat man natürlich gleich die passende Stückzahl zu seinem Risiko oder auch zu seiner Positionsgröße, die man im Money Management vorgeben kann. Hat man da halt nicht. Ist halt für Mercury-Nutzer ganz wichtig, weil sie arbeiten halt mit dem manuellen. Sie können gar nicht mit dem Agena Trader Plus Plus handeln. Also schauen wir mal rein. Wenn die Zeit da ist, dann klicke ich da auch noch ein Setup zusammen, dann seht ihr das auch noch. Das heißt im Endeffekt, ihr müsst eigentlich dann ein Gerüst, wenn ihr mehrere erstellen wollt, von Einzelordern anlegen. Also eine Kauforder, Stop-Limit, dann eine Verkaufsorder als Limit und eine Stop-Order als Stop zum Beispiel. Ja? Sowas müsst ihr euch selbst zusammenstellen oder halt dann manuell nachschieben. Also da ist nichts mit Automatisierung. Hat aber auch seinen Vorteil, gerade wenn man investiert und so, Nachkäufe und alles, das ist natürlich dann wesentlich besser und auch sicherer als in so eine algorithmische oder logarithmische Funktion da einzugreifen, die dann eventuell zu Fehlordern führen kann. Das ist aber auch als Risikohinweis in der Software enthalten. Man ist dadurch flexibler. Also ich selbst nutze überwiegend dieses Manuelle mittlerweile, weil ich halt doch zukaufe, Zwischenverkäufe mache und auch gerne mit aufgeteilten Stops handel. Ja, das ist halt immer relativ komfortabel. Währenddessen ich bei der manuellen Version, also Version freier bin, bin ich in der Agena Trader Plus Plus Funktion
auch gut drauf, sage ich mal, was die Stop-Verwaltung alles angeht, auch Trailing-Stops. Aber ich habe da natürlich nicht die Möglichkeit, einen zweiten Stop hinzuzufügen, was dann natürlich wieder zu Einschränkungen führt. Agina Trader Plus Plus, was sind da die Felder, die ich im Agina Trader beachten muss? Wie sieht das aus? Wie gesagt, das hier unten links im Chart, neben dem Logo, die fetten Pluszeichen, das zeigt euch an, dass ihr jetzt in einer Strategieversion seid von Agina Trader, dass ihr eine Positionsgrößenberechnung habt und so weiter. Wenn ihr mit rechts in den Chart klickt, dann seht ihr auch neben dem Kauf und so, da drüber sind nämlich die manuellen, also hier drüber werden die manuellen, seht ihr AT++ Verkauf und habt ihr im Endeffekt dann auch die Strategie, die ihr dann zuweisen können mit im Hintergrund laufen. Darunter ist AT++ Kauf dynamisch. Das ist im Endeffekt auch eine tolle Funktion. Ganz kurz noch ein paar Worte dazu verloren. Ihr habt 10 Signale, habt aber nur Geld für 5. Ja, und dann sagt ihr euch, wenn ihr die beim Broker abschickt, letztendlich die Order, dann ist das Kapital für 5 Orders gebunden. Ihr wisst aber gar nicht von den 10 Orders, welche dann nun ausgeführt wird, bei einer Stop-Order zum Beispiel. Da könntet ihr dann 10 eingeben und der Agina-Trader würde das dann überwachen und die Order erst zum Broker schieben, wenn die Stop-Order ausgelöst wird. Das heißt, der Markt entscheidet, welche Aktien er durchschieft und nach den 5 gekauften Aktien macht er dann zu, sodass halt die durchgehen, die wirklich dann zum Beispiel, wenn ihr long unterwegs seid, auch wichtig sind, dass die halt getriggert wird und dann bleiben die anderen dann halt unausgeführt. Nochmal kurz zu den dynamischen Aktien. Also bei Agina Trader Plus Plus könnt ihr die Positionsgröße und die Stückzahl letztendlich nach euren Einstellungen im Money Management unter Strategien findet ihr den im Hauptmenü, zeige ich euch nachher. Die Stückzahl automatisch beim Verschieben des Stops passt sich dann natürlich an. Da sind bis zu 3 Targets möglich. Das ist auch brokerabhängig. Nicht jeder Broker unterstützt 3 Targets. Und auch keine Stop-Limit-Orders zum Beispiel, sondern eher Stop-Orders. Das müsst ihr mal jemals bei dem Broker anschauen, ob das auch funktioniert. Aber generell hat der Agina Trader diese Funktionalität. Ein Stop habe ich gesagt, das ist nicht ganz richtig. Es gibt nämlich 2 Stops, einmal den Hard-Soft und einmal den Soft-Stop, der als Trailing-Stop funktioniert. Die kann man aktivieren. Man kann die aber auch ausschalten und sagen, ich schiebe mir die selbst nach. Ich brauche jetzt nicht eine aktualisierte Stop-Versetzung, wenn ich vom End-of-Day-Chart unterwegs bin, da habe ich die Muße und die Zeit und sag mal, dann schiebe ich selbst nach, da wo ich ihn hinhaben will. Im Intraday-Handel ein absolut tolles Tool, weil wenn ich da zum Beispiel im Gewinn bin mit einem Trade, dann schiebe ich den auf Break-Even und danach soll er den einfach weiterverwalten, weil ich möchte ja nicht den ganzen Tag davor sitzen. Dann hat er zum Beispiel auch eine Break-Even-Stop-Versetzung drin, wo man bestimmen kann, hey, ist der Wert zum Beispiel 1R im Plus, ein Risiko oder so und so viele Punkte, dann schieben wir doch einfach mal den Stop auf den Break-Even und dann bin ich halt relativ risikolos, was jetzt, sage ich mal, eine Intraday-Sitzung anbelangt. End of Day habe ich natürlich immer ein Risiko, durch ein Gap negativ erwischt zu werden. Das ist normal. Was habe ich dann noch für Möglichkeiten? Setup per Klick. Das sind hier diese Buttons, hier dieses Buy und Sell Button. Daneben, die ich halt mit verschiedenen Setups belegt habe. Bei mir ist es so mit 0 Targets, also kein Target, nur ein Einstieg und ein Stop. Ein Target, 2 Target, 3 Target. So kann man immer auswählen. Das kann man im Endeffekt das per Klick machen. Man kann das aber auch, dieses Setup, also diese Stops und Targets, die man gewählt hat, auch mit einem Signal verbinden. Man sagt, hey, ich habe mir jetzt im Screener ein Signal gemacht, klicke ich auf dieses Signal, dann komme ich sofort weiter in das Setup, den Kauforder wird reingelegt zu den Einstellungen, die ich da gemacht habe. Ich selbst nutze nur das Manuelle, das heißt diese Buttons an der Seite, weil ich halt ein Ergebnis im Screener bekomme und dann halt so weiß, okay, die Aktie schaue ich mir an und wenn ich dann kaufen will, dann drücke ich hier auf den Knopf. Also die Zeit habe ich. Ich klicke da nicht gerne auf Signal, ist aber Geschmackssache. Das Ganze nennt man ein Teil automatisiert, ne? Also der Agina Trader, ich klicke darauf und nicht, wenn ich da sofort draufklicke oder ein Signal bekomme, dann ist die Order nicht gleich scharf, sondern ich gucke mir alles an, schiebe das Target dahin, wo ich es haben möchte oder den Stop dahin, wo ich ihn haben möchte. Und wenn ich sage, okay, Stückzahl passt, da
dann drücke ich auf einen grünen Haken und dann geht die Order letztendlich zum Broker oder wenn es synthetisch ist, liegt es halt auf dem Agena Trader. Genauso, wenn ich eine dynamische Order, wie ich eben schon angesprochen habe, habe, dann liegt die lokal erstmal beim Agena Trader und muss halt dann immer mit dem Broker verbunden sein, logischerweise, weil sonst kann er ja die Order nicht zum Broker schicken. Geht aber auch vollautomatisiert, kann ich gar nicht zu sagen. Ich habe das mal einen Kunden gehabt, der hat einen falschen Haken gesetzt im Setup Escort und dann hat er sich immer gewundert, warum verschiedene Orders ausgeführt wurde, bis ich gesagt habe, guck doch mal da rein. Und dann hat er gesagt, oh, das ist wohl falsch, da muss ich von True auf False wechseln. Und seitdem hoffe ich, dass er erfolgreich handelt und sag ich mal, den Agena Trader da zum Schweigen gebracht hat. Also es geht auch vollautomatisiert. Müsst ihr mal ausprobieren. Im Demokonto macht das ja auch Spaß. Auf dem Live-Konto würde ich es dann erst machen, wenn ich weiß, dass das auch gut funktioniert, eure Strategie. Okay, wenn ihr Fragen dazu habt oder heute überhaupt oder generell, dann könnt ihr immer Kontakt zu mir aufnehmen, cb@tradercoach.de, eine E-Mail einfach schicken oder sonstige Fragen, einfach Kontakt und dann werden wir sehen, ich beantworte auch alle Fragen. So, jetzt werfen wir mal einen Blick in den Agena Trader und dann hole ich mal die Software vor. Zack, da ist er wieder. So, dann muss ich das hier mal mit einem Konto verknüpfen, weil ansonsten, ihr seht ja hier die Buttons, die leuchten jetzt nicht so toll, die sind matt. Das heißt, ihr könnt ja auch nicht handeln, wenn ihr draufklickt, weil kein Konto angeschlossen ist. Ne? Ich habe hier nur einen Datenfeed hier unten und jetzt muss ich mein Konto dazu schalten, in dem Fall das Simulationskonto. Und dann werdet ihr sehen, hops, jetzt sind die aktiviert. So. Sollen wir mal hier eine Aktie was reinholen, was jetzt irgendwie tickt. Dann nehmen wir mal den S&P Mini Future. Ist er das schon? Okay, im Tageschart wird da nicht so viel passieren. Dann schalten wir mal um. Vielleicht ein bisschen spannender. Da sieht man, es bewegt sich auch. Dann mache ich das mal hier ein bisschen größer. So. Wenn ich also eine manuelle Order eingeben möchte, dann habe ich ja kein Money Management dahinter. Das heißt, ich klicke hier mit rechts einfach in den Chart, gehe auf Kauf und dann suche ich mir aus, ob die Market Limit Stop oder Stop Limit sein sollte. Könnt ihr ja nachlesen, im Internet ist das immer beschrieben, was es ist. Das solltet ihr schon wissen. Ich nehme jetzt mal einfach eine Stop Order und zwar Long. Dann habe ich hier eingestellt bei mir eine 1. Also ich kriege immer ein Stück, egal von was, ob jetzt hier im Future oder sonst wie. Und das kann ich halt anpassen. Dann sage ich halt, okay, kaufe jetzt 5. Da muss ich mir natürlich wissen, was habe ich da für ein Risiko, was für ein Punktwert ist das und so weiter bei Futures. Bitte informiert euch darüber. Bei Aktien seht ihr ja selber, was für ein Punktwert es hat. So, jetzt gehe ich da hin und sage, okay, wenn er hier rüber geht, dann steigt doch mal bitte ein. Wenn ich das jetzt mache, dann habe ich halt, ich gehe jetzt mal rein und ziehe den einfach runter, dass wir da drin sind. Hat er ausgeführt. So. Das ist schon mal gut. Jetzt habe ich natürlich keinen Stop drin, wenn das Ding irgendwie in die Binsen geht. Das heißt, ich müsste jetzt einen nachfügen. Also klicke ich wieder mit rechts rein, Verkauf, Stop. Und natürlich muss ich die Stückzahl anpassen. Wenn ich hier nur einen verkaufe, habe ich noch 4 offen. Das wäre doof. Also mache ich hier auch eine 5 hin für manuell. So, das ist jetzt mal so der einfache Weg. Und ich könnte sagen, na, wenn du da oben bist, dann kauf mal, verkauf mal bitte mit Limit. Das Limit seht ihr nicht, weil es auf meinem anderen Bildschirm ist. Moment. Verkauf, Limit. Hier oben 5. So. Zack. So, somit hätte ich ja eine Order, wo jetzt nichts passieren kann. Ja, wäre ganz schön. Das Problem ist einfach nur, wenn jetzt das Ding nach oben geht und ich hier oben ausgeführt werde, dann habe ich ja hier unten noch meine Stop-Order offen und wenn der Markt dann wieder runterlaufen würde, also die Order hier rausnehmen würde oder auch so darunter, dann habe ich hier im Endeffekt die Order hier geschlossen. Aber wenn hier oben das Ding ist, dann habe ich hier im Endeffekt, bin ich dann short, wenn die weg ist. Und das ist halt irgendwie blöd. Deshalb würde ich die halt verknüpfen miteinander. Wenn einer muss halt weg sein und deshalb kann man die verknüpfen zum Beispiel mit OCO. Oder ORO. Ja, OCO ist halt, wenn er da runter geht, fliegt die halt weg. Das heißt, ich klicke hier auf, nehme eine Alt-GR, Moment, Alt-GR-Taste,
klickt da oben rauf, klickt da unten rauf, hoffe es funktioniert, ja. Das ist die ORO. Das heißt, wenn er hier oben rüber geht, dann reduziert er die um die. Also 5 Stück verkauft er da oben, dann macht er die hier weg, die Order. Weil sonst hängt die ja nur in der Luft. Ja, weil die Ausführungsorder ist ja weg. Wenn der Markt jetzt hier hochläuft, zack, dann bin ich gefüllt, die Order ist weg. Der Einstieg ist weg, ich hoffe, ich bin mit 500 im Gewinn und der Stop wäre letztendlich, dann würde der noch liegen und der Markt läuft wieder zurück, dann wäre ich jetzt hier short. Kann ja gut sein, ne? Aber ist ja nicht gewollt. So. Wenn er jetzt die 5 da oben nimmt, dann sagt er, ach, du hast da oben verkauft, dann reduziert er die um 5 und das heißt, sie ist auf 0, dann ist sie weg. Ne? Also so kann man es verknüpfen. Wenn man sich jetzt so ein einfaches Setup macht, dann sollte man noch eins dazulegen, und zwar, wenn man so eine Einstiegsorder hat, wenn man eine Vorlage erstellen will, man will das ja nicht immer so zusammentickern. Wenn der Markt schnell läuft, dann dauert das ja ewig. Also lege ich mir hier auf die Einstiegsorder mit der Steuerungstaste, klicke ich mir rauf, und mit, jetzt natürlich jetzt schon scharf, dann geht das nicht, muss ich im Vorfeld machen, dass ich die mit einer If-Dann-Order verbinde. Das heißt, wenn die Order gefüllt wird, dann mach doch bitte die Order rein, also das Target, und setze mir gleichzeitig einen Stop rein. Dann hätte ich ja schon mal dieses Gerüst fertig. So, mache ich mal, verkaufe jetzt einfach mal alles. So, jetzt muss ich auch wissen, wenn ich es verkaufe, dann sind die halt nicht weg, ne? Weil es nicht verbunden ist. Also ich muss die dann auch wieder canceln, selber rausnehmen. Und das alles muss ich beim AT++ nicht. Das macht ja alles automatisch. Also wie lege ich mir so eine Vorlage an? Gerade die Mercury-User. Wie geht das? Mache ich das gleich normal, also eine Kauforder mit rechts für eine Long Art. Stop kann man, für Short kann man das genau andersrum machen. Eine Stop Order, Long. So. Mal hier die Zeichnung rausnehmen. So. Nummer 1. Dann ganz wichtig den Stop. Verkauf, Stop. Immer auf die gleiche Positionsgröße bzw. Stückzahl achten. Rechtsklick, Verkauf, Limit. So, auch auf die Stückzahl achten. Kann natürlich auch nur einen Teil verkaufen, aber dann wird es ein bisschen komplizierter. So, ganz einfach. Wenn die Order jetzt hier, die Einstiegsorder Long, getriggert wird, dann möchte ich, dass die beiden automatisch reingesetzt werden. Das mache ich mit der Steuerungstaste. Ich klicke auf die Einstiegsorder, dann auf das Target. Jetzt bin ich auf der falschen Version gewesen. Entschuldigung, das ist die OCO. Wir nehmen die Alt-Taste. So, und klicken darauf, jetzt ist grün, das heißt if dann. Und andersrum genauso. Zack. So, das haben wir jetzt schon mal geschaffen. Und wir wollen ja long traden, das heißt, wenn hier oben das Target ist, soll er die wegmachen. Also mache ich hier mit Alt-GR und Alt-GR. Und komm schon. Alt-GR und Alt-GR. Da ist er, die blaue. Die beiden sind verbunden. Wird die ausgeführt, dann reduziert er die um die, ist die weg. Wenn hier ausgeführt wird, dann ist die auch weg. So, jetzt werde ich das Ding mal scharf stellen, bevor jetzt hier irgendwas passiert. Schiebe ich mal den Stop ein bisschen weiter weg. So, jetzt hier den Haken setzen, deswegen teilautomatisiert. Bin ausgeführt und ihr seht, zack, die beiden Orders sind jetzt aktiviert worden. Und jetzt nehmen wir mal an, wir wollen ja nicht ewig warten, bis hier was passiert. Der Stop-Kurs wird aktiviert, dann müsste das Target hier oben weggehen. Nehmen wir mal an, ich schiebe es jetzt mal dahin. Zack, das Target ist weg. So, so sieht das aus. Ihr solltet aber auf jeden Fall das als Vorlage speichern. Ne? Also Kauf, Stop macht ihr ein. Verkauf, Limit macht ihr ein. Verkauf, Stop für eine Long Trade. So, dann das Ding mit der Alt-Taste. Mit grün verbinden. So, und hier mit der Alt-GR-Taste die äußeren beiden Orders verbinden. So, das ist ein Setup. Und jetzt könnt ihr das natürlich speichern. Ihr klickt mit rechts wieder rein. Oder auch nicht. Sehe ich doch, Einstellungen. Und wo ist es dann? Ordervorlagen, da ganz unten. Da habe ich schon ein paar für meine Leute erstellt. Die sind in meinem Add-on mit bei. Vorlage entfernen wollen wir nicht, sondern Vorlage vom Chart erstellen. Machen wir. Und dann kann man da reinschreiben. Long
damit man weiß, wo welche Richtung, ein Target FS, sage ich immer, Full Size. Das heißt, ich verkaufe die Gesamtposition am Target und lasse nicht eine Restposition stehen. Na, das ist dann ein bisschen komplexer, dieses Gebilde. So, okay. Und wenn ich jetzt hier rauf gucke auf den Einkaufswagen, ja, wenn ich shoppen gehen will, dann kann ich die jetzt mal hier wegmachen. Und ich gehe auf den Einkaufswagen und dann sieht man, was ich eben eingegeben habe, Long, ein Target, Full Size. Und wenn ich darauf gehe, dann habe ich dieses Gebilde da. Ich muss das natürlich jetzt immer hinfriemeln, wo ich will. Beim Future ist das okay. Ja, wenn ich dann weiß, Mensch, das habe ich jetzt schon eingestellt. Wie gesagt, bei einer Aktie und beim Future verändert sich halt der Punktwert letztendlich. Der bleibt der gleiche, aber ihr habt halt ein anderes Risiko, je mehr Punkte ihr weg seid. Und bei einer Aktie passt sich halt die Stückzahl an. Ne? Beim Future müsst ihr das halt mit dem Abstand zum Stop handeln. Wenn er jetzt nicht 20 Stück oder so handelt, kann ja auch sein, bei einer größeren Größe kann man da mehr skalieren. Wer nur einen DAX Future handelt, der muss halt immer gucken, dass er halt seine Trade überhaupt machen kann zum Stop, auch im Verhältnis. Ne? Wenn du sagst 100 Euro Risiko oder 200, dann kannst du da nicht zu 30, 40 Punkte weggehen. Das ist, geht sich da nicht aus. Ne? Ja, das ist der Vorteil vom manuellen. Und wenn ich jetzt so eine Position habe, vom manuellen, jetzt wenn wir die mal ausführen lassen, so, sind wir da drin, die sind aktiviert, dann könnte ich jetzt theoretisch sagen, hey, Kauf, Stop, nochmal ein. Ja. Wenn das Ding gekauft wird, dann wird, ja, habe ich zwei drin, das funktioniert doch alles. Ich muss aber achten, dass ich jetzt hier sage, okay, was ist denn jetzt mit der Rest? Wir haben ja zwei, verkaufen nur einen. Das müsste ich halt dann manuell anpassen. Das macht er halt dann nicht. Aber ich kann halt sehr viele Käufe legen. Ich kann einen Fächer legen beim Einstieg zum Beispiel. Das macht die Sache schon komfortabel. Wenn man sich halt, wenn ich mal ganz gut auskennt mit der Positionsgrößenberechnung oder halt einen Rechner oder ein Excel-Tool benutzt. Wer das nicht möchte, der sei darauf hingewiesen, dass man natürlich auch eine Strategie benutzen kann. Und zwar mittels so eines Buttons oder halt einem Signal, woraus halt, sag ich mal, wenn der SMA 200 von unten nach oben gekreuzt wird, dann hinterlege ich eine Strategie und dann drücke ich auf den Knopf oder ich auf dieses Signal und dann passiert Folgendes. Kauf Target 1, klicke ich darauf. Strategiefehler, ist auch schön. Warum? Was sagt er mir? Ach so, okay, das ist wahrscheinlich von mir ein altes Signal, was ich drin habe. Ist ja auch kein Problem. Dann nehmen wir halt ein neues. Und wenn man die raus haben will, dann geht man einfach da oben rauf und nimmt ein Signal raus. Ich weiß gar nicht, welches das ist. Das sind meine. Entfernen, apply, ist es draußen? Ja, das war dieses Testsignal. So, wenn ich mir jetzt so ein automatisiertes Signal erstellen will, dann muss ich das mit dem Setup Escort machen. Und den finde ich hier oben. Strategien. Setup Escort. Da ist er. Standard Session. Ich nehme mal eine neue. Ich will eine neue Session machen. Das heißt, Standard Session heißt da, wo alle Signale drin sind. Das sind hier links die Signale. Da sind die Stops, die man zur Verfügung hat. Ja, nur was angehakt ist auf der ersten Seite, kann man auch wieder irgendwie verändern. Also wenn der Haken da vorne nicht drin sitzt, könnt ihr später darin noch nichts verändern. Dann findet ihr das nicht wieder. Also ihr, zur Not müsst ihr alles anhaken. Am Anfang zum Ausprobieren würde ich das so machen. Später würde ich nur das drin lassen, wo ich weiß, das benutze ich. Das macht er aber nicht immer. Ihr verändert ja nicht immer den Stop. Entweder nimmt er einen Fixtick oder einen A-Trail oder einen Donkin-Channel oder einfach nur Bar by Bar. Das ist halt eben seine Vorliebe, was in die Strategie passt. Ich setze mal jetzt hier ein neues Setup rein. Das heißt, ich habe alles aktiviert, was an Stops ist und was an Targets ist. Hier könnte ich jetzt sagen, das Setup auf ein Signal setzen. Das möchte ich nicht. Ich möchte mir so einen Button erstellen, wo das halt, was hier am Rand war. Und dann gehe ich auf Konfiguration. Seht hier die vorgefertigten, die ich habe, das wäre jetzt eine Strategie, wo ich halt dann draufklicken könnte, wenn das im Scanner hier auftauchen würde und dann hätte ich halt
einen Bar-by-Bar-Initialstop. Das heißt, der Stop, der zur Risikoberechnung gesetzt wird, der erste Stop unterhalb des Einstiegs. Dann habe ich den Hard-Trail, also so einen Trailing-Stop, den habe ich ausgeschaltet. Das heißt, Initial-Stop-Only. Und Soft-Trail ist einer, der etwas schneller läuft als der Hard-Trail in der Regel, sollte es so sein. Den habe ich auch ausgeschaltet und ich habe auch kein Target. Das kann ich natürlich verändern. Das sind so die Grundkonfigurationseinstellungen. Aber wenn ich ein neues Setup eingeben will, dann gehe ich hier unten rein und sage einfach mal, das ist dieses Setup, Webinar. Dann drücke ich hier auf neues manuelles Setup. Ist ein bisschen jetzt schwammig, weil es hat ja im Endeffekt die volle Funktion der AT++, auch wenn es hier manuelles Setup steht. Das heißt halt, es kommt nicht aus dem Signal heraus, sondern man guckt sich einen Chart an und sagt, das ist es doch jetzt. Jetzt Feuer frei. Dann klicke ich hier rauf, markiert es. Und jetzt, wenn es markiert ist, kann ich hier einstellen. Wenn man guckt, alles, was angehakt ist für den Initialstop, könnt ihr hier benutzen. Also bei mir ist einfach so, ich habe so eine ATA-Sache mit drin, aber man kann auch jetzt sagen, Bar bei Bar zum Beispiel. Also eine Kerze hinter dem letzten aktuellen, hinter der tickenden Kerze oder zwei Kerzen, drei Kerzen. Wenn ich long bin, nimmt er dann das Tief. Das können Sie jetzt machen. Dann lasse ich das ausgeschaltet im Tageschart. Wer im Tageschart handelt, auf Tagesbasis, dann macht das für mich keinen Sinn, habe ich schon mal gesagt. Wer Intraday ist, der kann natürlich hier auch die ganzen Stops auswählen, die vorher angeklickt waren, wo der Haken gesessen hat. Muss ich halt, sage ich mal, genau damit beschäftigen, weil Trailing Stops sind schön, aber sie müssen halt auch so eingesetzt werden, dass man sich halt nicht immer, sage ich mal, den Gewinn abschneidet. Ja, weil Stops sind einfach auch Gewinnkiller, das muss man mal ganz klar sagen. Wenn man das mal im Backtest macht, dann merkt man, je legerer man bei der Stopsetzung ist, desto eher ist man, sage ich mal, auf der Erfolgsbasis. Das dazu Hardtrail kann ich mal kurz erklären. Hardtrail Stop ist der, der zu dem Stop wird, wenn initial die Order ausgeführt ist, dann wird das der Hardtrail. Das ist im Endeffekt derselbe, der liegt auf derselben Ebene. Und wenn ihr jetzt eingestellt habt, hier zieh mal nach Bar bei Bar, also Kerze für Kerze, wenn immer eine neue Periode aufgemacht wird, dann würdet ihr das so tun. Und beim Software genau dasselbe, auch Bar bei Bar. Dann muss ich den so einstellen, dass der Softtrail schneller ist, weil das ist nämlich nicht so wie der Hardtrail. Der Hardtrail ist halt der Stop, der dann zum Broker marschiert. Ja, also der liegt dann da und der schmeißt euch dann raus, wenn der berührt wird. Dann wird die zur Market Order und dann kriegt ihr halt entweder einen besseren oder einen etwas schlechteren Kurs. So ist es. Und beim Softtrail ist es so, dass der halt schneller sein sollte, sonst macht er keinen Sinn als der Hardware, weil sonst seid ihr raus, bevor die Funktion des Softwares überhaupt zutage tritt. Der sollte schneller eingestellt sein, werden wir gleich machen, so dass ihr dort, wenn er mal berührt wird, nicht gleich Market rausfliegt, sondern die Kerzenperiode abgewartet wird und dann das Tief von der Kerze, wenn sie darunter schließt, unter dem Stop, dann fliegt der Hardtrail von unten nach oben unter das Tief der letzten Kerze. Und erst dann, kann ja sein, dass der Markt dreht beim Umkehrstab, dann würdet ihr rausfliegen. Und ein Target nehme ich auch mal, dann nehme ich mir Multiple Risk One Level. So, das sind die normalen Einstellungen. Und jetzt muss ich gucken, was für Parameter nehme ich da. Also was Bar by Bar, was Multiple Risk One Level alles beinhaltet. Muss ich hier reinklicken, damit mein neues, wenn ihr das sucht, Webinar ist hier nicht drin, das sind ja die Entries, klicke ich rein, dann erscheint das hier unten, markiere das und dann sehe ich hier, was ich hier für Einstellungsmöglichkeiten habe, das schaffen wir jetzt nicht in der Tiefe, ist auch eine Break-Even-Funktion mit bei, was ich angesprochen habe, aufpassen, dabei nicht zu früh Break-Even ziehen, wenn der Markt zurückkommt, seid ihr halt in der schönsten Phase, wenn er wieder hochläuft, vorher schon raus, ne? Hat Vor- und Nachteile Break-Even. Hier sind die Stops, da haben wir Bar bei Bar gewählt. Und jetzt seht ihr, wenn ich das hier markiere, kann ich hier rechts einstellen.
Und da seht ihr schon hier unten, das ist interessant, Hardtrail und Initialstop und Softtrail. Da ist die Einstellung, setze den Initialstop, drei Kerzen unterhalb eines Longtrails zum Beispiel, bei Short natürlich umgekehrt. Den Hardtrail, wenn er halt trailt, zwei Kerzen und den Softtrail auf einer. Damit ist schon mal angezeigt, hey, der Softtrail muss schneller sein. Das mache ich jetzt mal ein bisschen, verändere ich mal ein bisschen. Ich mache hier den Softtrail klar auf eine Kerze, damit wir da was sehen. Und den Hardtrail mache ich mal auf vier Kerzen und den Initialstopp auf fünf. So, dann kann ich hier auch das Target noch einstellen. Das müssen wir mal gucken, das ist mein Target. So, da kann ich sagen, ach, Target, wie viel Prozent von dem Target, wenn er erreicht wird, verkaufst du denn? Also alles 100% oder nur 50% von der Positionsgröße? Und wie viel Risikolevel soll das entfernt sein? Ich nehme jetzt mal hier nur 0,5, damit wir da auch was sehen schneller. Also die Hälfte vom Abstand zwischen Einstieg und Stop. Klicke jetzt auf Übernehmen. Okay. So, jetzt will ich hier einen Button drin haben. Ja, für Leute, die den Action Bar kennen, die klicken hier, ich sage mal Hammer und Sichel, aber das ist es natürlich nicht, aber meine Leute merken sich es dann immer gleich besser. Wo sind sie denn? Entry Escort, da. Aufklicken. Standard Session. Aufmachen. Webinar. Anhaken. Supi. Und nur auf Apply drücken, bitte. Wichtig, nicht darauf drücken, außer ihr habt alle Charts und so gleich. Das nicht machen, bitte darauf klicken. Ja. Apply. Okay, da ist der Button drin. Wir haben ein Konto angeschlossen, die leuchten. Mal sehen, ob er das schon macht. Macht er. Ja. Wir haben jetzt hier 35 Futures gekauft. Jetzt kann ich das nehmen. Wenn ich sage, nö, das passt mir aber nicht ganz, sind ein bisschen viel. Nimm mal nur drei. So, wir sind da von den letzten drei Perioden das Tief. Das ist der Initialstop. Das mache ich jetzt mal auf OK. So, wir sind doch gefüllt worden. Das Target mache ich mal jetzt ein bisschen weiter weg, damit wir eine Chance haben noch, das kann ich ja wegschieben. Beim Stop kann ich den nur nach oben schieben, wenn ich will. Nach unten, da würde er meckern und sagen, hey, du hast ja nur gesagt, das und das Risiko und nicht mehr. Also Stop nach unten schieben geht da in dem Fall nicht. Mal sehen, was passiert. Die Minute hier unten läuft er weiter. Also ganz klar, ihr könnt auch noch Fragen reinstellen. Der Vorteil von diesem System ist einfach, dass ihr Money Management mit drin habt. Das kann ich mal kurz zeigen, solange da nichts passiert, wo man das einstellt. Strategien. Wird man den Stop weiter wegschieben, damit er sieht, was passiert. Er müsste jetzt eigentlich meckern. Macht er, seht ihr? Dann müsste er sagen, hey, altes Initialrisiko, neues Initialrisiko. Wir nehmen mal das neue. Wird da nicht genommen. Warum nicht? Nein. Neues Initialrisiko. Jetzt hat das. So, eigene Verantwortung, weil vorher hatte ich ja 155 Euro Risiko, jetzt habe ich 435. Und dann hoffen wir mal, dass der Trader rüber geht, damit wir hier mal einen Softtrail-Stop sehen, eventuell. Wenn man die Strategie sehen will, dann drückt man hier auf dieses kleiner als Zeichen. Und dann kann man das wunderbar sehen. Es ist hellgrün unterlegt. Da weiß ich, ich bin long unterwegs, weil ich das hier nicht sehen kann. Und ich kann hier die Hardtrail-Strategie sehen, Bar by Bar. Und mein Ding, diese Target letztendlich. Man kann das natürlich auch noch anpassen. Ja? Wichtig. Kann ich machen, muss ich aber nicht. So, jetzt läuft das. Mal gucken, ob ich Bar bei Bar da was passiert. Wenn ich das Risiko einstellen will, was ich überhaupt als Initialrisiko habe oder was ich überhaupt brauche, dann muss ich auf Strategien gehen. AT++ Manager. Das Ding tickt hoffentlich weiter. Risikoverwaltung. So, das ist Backtesting, das brauchen wir nicht. In dem Fall ist es SIM-Account, dann klicke ich darauf. Und ich kann jetzt, wenn ich hier das markiere, diese Einstellung, die ich hier rechts mache, für das gesamte Konto und gesamte Instrumente nehmen. Oder ich kann sagen, nö, Währungen, Futures, jeweils ein eigenes Risiko definieren. Also wenn er hier auf das Konto klickt, sind die Einstellungen für alle. Wenn er hier eins anwählt, dann nur für das
Könnt ihr halt separieren, 1% da, 0,5 da. Wurscht. Könnt auch das Risiko ausstellen. Könnt ihr handhaben, wie ihr wollt. Ich benutze zum Beispiel Positionsgröße. So, ja, halt, kommt der Stop gar nicht hinterher hier. Wir müssen das Target noch wegmachen. Die Positionsgröße als Fixbetrag, sage ich, möchte immer mit 3.000 Euro oder 5.000 Euro handeln. Je nachdem, wie die Marktphase ist, wer ein Taucher aus dem Webinar kennt es. Und meine Leute, dann weiß ich, wenn ich hier 5.000 pro Position eingestellt habe bei Aktien, dann kann ich das selber runterskalieren, jeweils eine Drittel oder eine Hälfte, je nachdem, wie die Marktsituation ist. Kann das ja auch verändern. Ich muss ja nicht das letztendlich an der Stückzahl handeln, was da angegeben wird. Weniger ist immer zulässig, mehr wird dann halt immer gemeckert vom Money Management. Kann das Risiko eben auch stellen, kann aber auch sagen, nö, ich mache ein Risiko pro Trade, was die meisten machen, 1% vom Kapital und zwar von der Buying Power. Da ist dann halt manchmal auch der Hebel dabei. Wer bei IB ist, über FX Flat zum Beispiel, da gibt es halt einfach ein Margin-Konto hat, der hat halt so einen Hebel dabei. Wer sagt, nee, Cash, nur das, was an Bargeld vorhanden ist, der handelt halt ungehebelt vom Kapital aus, vom Konto her. Man kann aber auch sagen, nö, Prozentrechnung will ich nicht. Ich will eigentlich immer nur mit 100 Euro Risiko handeln. Dann nehme ich hier die Sache mit dem Betrag. Dann ist der Abstand zwischen dem Einstieg und dem Stop immer mit einem Risiko von 100 Euro behaftet. Und die Positionsgröße und die Stückzahl wird dann angepasst. Das hier unten würde ich nicht benutzen. Das war auch eine schöne Funktion. Das heißt, handelsfreier Zeitraum. Ihr wollt nie handeln, wenn die Amerikaner zum Beispiel essen gehen, 19 Uhr oder 18 Uhr bis 20 Uhr könnt ihr da eingeben. Da möchtest du flat sein, dann würde er halt Orders verweigern. Man könnte auch sagen, tägliches Verlustlimit 300 Euro, mehr darf es nicht geben im Intraday-Handel. Ich denke, wer im Intraday-Handel unterwegs sein sollte, der sollte das selber überprüfen und sich da auch disziplinieren. Ja. Kann man machen, würde ich nicht machen. Je mehr Einstellungen man macht, desto größer ist die Fehlerrate. Und wenn ihr euch einen blauen Zettel dran macht, ich darf nicht mehr als 300 Euro verlieren, dann hoffe ich, dass ihr das auch befolgt, weil ansonsten solltet ihr nicht Intraday handeln. Ja. Dazu, dann kann man das im Endeffekt abspeichern und dann ist die Risikoeinstellung schon gefertigt und gemacht, was ja auch wichtig ist für Leute, die gerade anfangen. Wie gesagt, würde ich immer sagen, am Anfang mit Stops handeln, auch wenn das Performance kostet. Die Kapitalerhaltung steht ganz klar im Vordergrund. Also wenn das Kapital weg ist, dann könnt ihr auch nicht mehr handeln. Und dann sollte man eventuell auch ein bisschen geduldiger sein mit den großen Gewinnen, die man dann vielleicht macht. Immer ein bisschen ruhiger angehen, bevor das Konto leer ist. Da hat weder der Broker was von noch ihr, weil FX Flat die Gebühren nimmt und nicht gegen euch handelt. Von daher lieber die Konto halt in Fokus rücken. So, dann machen wir übernehmen und okay. Mal sehen, was er jetzt da übernimmt. Der Trade läuft hier noch. Jetzt habe ich es versäumt oder ich habe es nicht gesehen, dass der nachgezogen hat. Ein- und Ausstiegsmarkierung. Wir schon vorhin ein bisschen rumgespielt drin. Das ist die Einstiegsmarkierung, dieser grüne Pfeil. Die Kerze, da waren wir drin. Und jetzt kann ich auch die Trade-Linie, wir sind ja noch nicht draußen, und AT++-Stop-Linie ansehen. Ja, dann seht ihr, die gestrichelte Linie ist der Soft-Trail. Der geht schneller dran. Und ihr seht, guckt mal, der Kurs ist bei der schwarzen, ich mache mal noch größer, drunter gegangen. Und wenn es der Hard-Trail wäre, dann wären wir schon rausgeflogen. Limit, zack, Wiedersehen, weg. Und das ist genau, jetzt ist toll, dass es jetzt gerade live passiert, die Funktion, die halt uns sagt, ja, das ist genau das, was wir wollen. Der Markt dreht vielleicht genau in diesem Moment, ja, wenn man sagt, hey, ich habe den Stop da hingezogen, aber die haben mich wieder verarscht. Nein, ist nicht, das passiert halt. Normale Schwankungsbreite und das passiert halt im Endeffekt nicht, wenn man so ein Software hat. Klar kann er dann ruhig wieder drunter schließen. Wenn er drunter schließen würde hier, dann wird halt der Stop nachgezogen. Jetzt haben wir halt die Kerze da drunter, den Hardtrail da drunter unter dieser Kerze. Wenn er jetzt da runter geht, dann werden wir natürlich zum Break-Even, kann man sagen, mit leichten Gebührenverlusten ausgestoppt. Ja. Finde ich eine gute Funktion. Für den Intraday-Handel absolut toll, weil ich weiß ja nicht, wie weit der Markt läuft.
Jetzt wäre der Trade für mich intraday abgesichert. Ich kann jetzt sagen, ja, nehme ich vielleicht das Target ein bisschen runter oder nein, lass ihn einfach laufen und bemühte mir noch etwas mehr Gewinn zu, zum Beispiel, und lass den Softwell, der jetzt wieder nachgezogen hat, auf dieses Tief. Wenn jetzt diese Kerze darunter schließen würde, dann würde der Hardtrail, diese rosane durchgezogene Linie, nach unten gehen und dort sich verankern. Und wenn sie dann berührt wird, würde diese Position geschlossen. Das ist ein schönes Beispiel hier, wenn das immer so wäre. So, ihr könnt gerne noch Fragen reinschreiben. Sehr schönen Gruß an Jan, der auch dabei ist. Und sonst sind wir schon 5 vor. Nur noch 5 Minuten. Also nutzt es einfach aus. Ihr seht jetzt so gebannt auf diesen Trade. Schönes Beispiel, ne? Also der Hardtrail ist hier unten. Jetzt könnte es ja passieren. Die nächste Minute. Wir haben ja noch ein paar Minuten. Dann lassen wir uns das nicht entgehen. Vielleicht werden wir doch noch ausgestoppt. Klar kann ich den Stop jetzt auch manuell nachziehen oder halt die Position auflösen, indem ich halt hier das X drücke. Und im Gegensatz zur manuellen, die ich dann setze, werden halt die Orders dann auch gelöscht automatisch. Ne? Da steht ja hier, one cancel the other. Ja, das heißt, wenn die weg ist, dann geht auch die da oben weg. Und in dem Fall liegt der Stop genau auf dem Einstieg. Schönes Beispiel. Ne? Also wichtig ist immer, dass der Softtrail schneller ist. Wenn ihr da mit anderen Einstellungen arbeitet, achtet bitte drauf, dass die Sache genauso funktioniert, weil wenn die Linie, die gestrichelte Linie unterhalb des Hardstops ist, dann wird der sowieso ausgestoppt, dann hat der gar keine Funktion mehr. Ja, siehst du, er wird immer getoucht, passiert aber nichts. Ist jetzt ein bisschen nachgewandert und zwar habe ich, glaube ich, angegeben, die 4. Kerze oder so. Ne? 1, 2, 3, 4, dann nimmt er das Tief der 4. Kerze als Hardtrail und ein bisschen ist er halt nachgezogen. Also wir haben jetzt schon die Gebühren drin. Auch nicht schlecht. Ja, weiß nicht, wer das schon mal benutzt hat. Hat jemand von euch schon mal den Software benutzt im Intraday-Handel, im End-of-Day-Handel? Das würde mich mal interessieren, ob ihr diese Funktionalität überhaupt benutzt oder ob ihr davon wusstet. Wer natürlich eine Mercury-Version hat, der kann das nicht nutzen. Das läuft hier mit einer Andromeda. Da funktioniert das. Mit der Mercury-Version müsst ihr leider mit diesen manuellen Vorlagen arbeiten, die ihr hier unter dann dem Einkaufskorb hier, sage ich mal, hoffentlich abgespeichert habt. Und ihr seht, jetzt könnte ich nicht einfach noch so ein Setup draufpacken, weil es läuft ja eine Strategie. Und von daher bin ich gar nicht in der Lage, jetzt hier nochmal irgendwie dazwischen zu funken. Man sollte auch nicht, früher ging das ganz gut, mittlerweile sollte man das sein lassen, mit rechts reinklicken und nochmal was dazu kaufen. Das kann zu Fehlern führen, ja. Auch wenn er sagt, nö, ich möchte hier vorher noch was verkaufen. Das kann gut gehen, das muss aber nicht. Ja, also das würde ich eher nicht machen. Dann kommt auch die Meldung, lassen Sie es lieber sein. In einer Strategie sollte man nicht noch eine Zu-Order mit einbauen. Weil das ist ein Algorithmus und das funktioniert halt in dem Sinne dann nicht ganz so sicher. Jetzt seht ihr, ja, der hat jetzt den Hardtrail nachgezogen. Warum er das jetzt da auf diese 2. Kerze macht, das weiß ich jetzt nicht. Da müsste er eigentlich weiter zurückbleiben. Bin mir doch eigentlich sicher, dass ich dort bei Strategien und Setup Escort den auf die 4 gesetzt habe. Standard, Konfiguration, Parameter nehmen wir mal. Webinar, haben wir keinen Break-Even. Stop haben wir ausgeschaltet, weil hier steht überall die 0 drin. Und bei den Stops, Bar by Bar, schauen wir rein. 4 auf den Hardtrail, 1 auf Software. Da müsste er theoretisch ja doch dort drunter geschlossen haben. Aber eigentlich müsste er noch weiter zurück sein. Ihr seht, kann auch ein bisschen tricky sein. Deshalb ein bisschen aufpassen mit dem Einstellungen, einfach mal vorher im SIM-Konto auch laufen lassen. Das ist auf jeden Fall mal eine gute
Option. Okay, dann sind wir soweit durch, Nelson. Ja, wenn ich Oder mir hast du das noch? Beispiel mal anschaue, dann sollten wir vielleicht mal ein Live-Trading-Webinar zusammen machen. Das war ein Glück, Nelson. Das war Glück. Ja, Das sehr kannst du gut. mal sehen. Also letztendlich kann man auch den Würfel werfen, wenn man das richtige Tool benutzt und halt, sage ich mal, deine Regeln einhält, dann kann das auch zum Erfolg führen. Das ist halt, jetzt sieht er mal, kommt er wieder zurück. Es kommt immer ein bisschen auch darauf an, wie man mit seinem Positionssizing umgeht und wie man mit Stops auch im Alltag umgeht. Das ist halt ganz wichtig, ne? Stops können natürlich vor Verlusten schützen, sie können aber auch Performance kosten. Also da diese Balance zu finden, ist, glaube ich, die große Kunst. Schönes Abschlusswort, Ja, oder? Punkt auch genau 19 Uhr und es sind auch keine Fragen jetzt, offenen Fragen im Chat. Deswegen können wir tatsächlich hier auch abschließen. Und bevor du das Schlusswort hast, möchte ich mich natürlich bedanken bei dir für das Webinar und für deine Tipps und Tricks und natürlich auch an die Teilnehmer, die heute live dabei waren und auch aktiv im Chat Fragen gestellt haben. Vielen Dank, dass die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Bis dahin wünsche ich natürlich weiter viel Erfolg diese Woche. Passen Sie auf viele Positionen auf und bleiben Sie gesund. Und wie gesagt, Carsten, du hast sehr gern das Schlusswort. Schönen Abend. Danke. Ja, danke, dass ihr mit dabei wart, auf jeden Fall. Das nächste Helpdesk-Webinar haben wir am 17. März bei FX Flat, logischerweise. Und vorher komme ich schon mal wieder vorbei, und zwar schon in der nächsten Woche, und zwar mit der Perlentaucher-Methode, wie ich meinen Add-on einsetze, wie mein Vorgang ist dabei. Und wir werden vielleicht jetzt gleich auch ausgestoppt, vielleicht in diesem Trade. Freue ich mich drauf. Seid dabei, meldet euch an für die Webinare. Ich wünsche euch einen schönen Abend.